Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Betrayal at Condor. Ja, es ist einige Zeit vergangen, fast 2 Monate, 1,5 Monate oder so. Ich hatte längere Zeit da nicht mehr weitergedaddelt, muss jetzt erstmal wieder in das Spielchen reinfinden, hoffe, dass ich das jetzt durchdaddel ohne Unterbrechung. Da war doch echt eine kleine Pause und ich habe, ich glaube, 7 oder 8 weitere Spiele in der Zeit durchgedaddelt, bevor ich hier weitergemacht habe. Jetzt bin ich momentan nur noch an einem anderen dran. Und habe mir jetzt mal fest vorgenommen, eigentlich das hier zu beenden. Bisher jedes Let's Play beendet, will ich dieses natürlich auch beenden. Jetzt muss ich mal schauen. Ich meine, wir waren auf dem Weg nach Sylden. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, Zille hatten wir erledigt, das mit dem, mit der Vergiftung und so weiter. Kann sein, dass wir auch zurück nach Romney müssen. Sind wir auf der Straße drauf? Nein, jetzt sind wir drauf. Tschum, rennen wir mal runter. Pah, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Zauber hießen. Puh. Moment. Wo bin ich denn hier? Ah doch. Wir sind richtig. James Rochfisch. Es sieht so aus, als ob die Straße nach Sylden führt. Ja, da wollen wir hin. So, wo müssen wir denn da hin? Haben wir hier was an den Laden abgeben können? Genau, wir haben das Fernglas und diese Vergiftung Spinne dabei. Können wir eigentlich einfach drauf tun? Ja, das klappt. Vergiftet sehr gut. Und hiermit konnten wir, glaube ich, diesen Zauber machen, dass wir sehen, wenn was in Kisten ist. Was war das hier? Koltari-Gift, okay. Flüchtigen Blick konnte ich das Buch und viel übersehen, anscheinend sehr zum Ärger der folgenden Leser. Was haben denn diese Bücher nochmal hochgemacht? Ah ja, Vogelwanderung war richtig gutes Buch. Dada Zalmen, okay. Paar Dietriche, Pfeile. Drachenstein macht, glaube ich, ein bisschen mehr Rüstungsschutz. So. Legen wir das doch direkt mal gerade auf was drauf, damit wir ein bisschen Platz reinkriegen. Hier, die Zauber, die können wir doch verkaufen. Was sollen wir damit? Die kennen wir schon. Verkaufen. Das ist Gegenvergiftung oder für Vergiftung? Gegengift, sehr gut. Das behalten wir natürlich. Was ist das hier? Feinschleifergill, die behalten wir auch erstmal. Ich weiß nicht, ob wir die später nochmal brauchen. Das hier können wir verkaufen. Was sollen wir denn damit? Das macht, glaube ich, Licht. Dafür haben wir aber Fackeln. Also brauchen wir das auch nicht. Ja, das hier brauchen wir zum Reparieren. Massig hiervon. Was ist das denn? Inzwischen hochberühmt bekannte Stärketrunk. Okay, damit werden wir stärker. Können wir mal von irgendeinem Kampf. Obwohl in Kapitel 4 kann ich das gut gebrauchen. Da bin ich nämlich nur noch mit den Zweien unterwegs. Er wurde kurz umrunden, als sich James den Weg in das Innere der Wirtsstube bahnte. Er erwiderte das Nicken zweier unbehobelter aussehender Söldner, die ansonsten in eine Auseinandersetzung um eine verlorene Wette vertieft waren. Also wir hatten ja bei ihm irgendwas. Da hatten wir aber schon die Quest beendet, glaube ich. James machte der Gestalt auf der anderen Seite des Raumes ein Zeichen. Der Mann kam herbei und gesellte sich zu ihm. Er stand mit fragend in die Höhe gezogenen Brauen vor ihm.
Als Besitzer eines Wirtshauses habt ihr bestimmt ziemlich viel Besuch hier, glaube ich. Viele Leute, die Gegenstände kaufen oder verkaufen wollen. Die, sollen wir sagen, auf unterschiedliche Weise erworben wurden. Mit wem müsste ich sprechen, wenn ich mich daran interessiert wäre? Mit jedem, der auf der Straße wandelt. Silden ist nicht für seine ehrbaren Bürger bekannt, wie ihr ohne Zweifel erfahren habt. Warum ist das überhaupt von Interesse für euch? Ich muss etwas über den möglichen Kauf von zwei besonderen Gegenständen erfahren, die vielleicht hier in Silden gefunden wurden. Ich suche nach demjenigen, der sie vielleicht verkauft hat. Wenn ein Gegenstand in Silden verkauft wird, dann bin ich der einzige Mann, mit dem ihr sprechen solltet. Jeder andere Handel wird auf die Sildener Art abgewickelt. Nun gut, Joftaz, ich muss erfahren, was ihr entweder über ein Messingfernrohr oder eine Silberspinne wisst. Ich wäre bereit, in Gold dafür zu zahlen. Ihr werdet zweifellos für diese Information bezahlen, aber ich bin an euren königlichen Münzen nicht interessiert. Wäre es Gold, könnte ich die Summe, die ich brauche, selbst aufbringen. Nein, was ich brauche, ist die Hilfe eines Diebes. Habe ich die Quest nicht schon gemacht? Kommt mir jetzt so bekannt vor? Ich hoffe nicht. Warum glaubt ihr, dass ich euch helfen könnte? Ich lebe in einer Stadt voller Diebe. Ich habe mein Leben mit dem Wissen verbracht, wie man sie erkennt. Ich weiß mit Sicherheit, dass ihr die Instinkte eines Diebes habt. Das ist mein Angebot. Ich werde euch alles über die Silberspinnen verraten, die ich gelegentlich verkaufe, und ihr werdet einen Beutel finden, der dem Kriecher gestohlen wurde. Er wurde wahrscheinlich in sein Haus gebracht. Das Haus ist verschlossen, und ich vermute, dass der Beutel in einer Truhe, einem Schrank oder etwas ähnlichem versteckt wurde. Jeder Dieb könnte das für euch tun. Warum wären wir besonders dafür geeignet? Weil alle Diebe in dieser Stadt die Hände und Augen des Kriechers sind. Es würde für sie den Tod bedeuten, für mich zu arbeiten. Warum? Was ist in diesem Pulverbeutel? Ich habe euch mein Angebot mitgeteilt. Die Informationen im Austausch für den Beutel abgemacht, aber sicher doch. Mein Hühnerauge rät mir, nicht darauf einzugehen, aber trotzdem abgemacht. Joftaz, ich werde euren Beutel holen. Ein direkter Tausch die Informationen für den Gegenstand. Wir sind uns also einig. Ich werde hier im Wirtshaus zum Anker auf euch warten, bis ihr mit dem Beutel zurückkehrt. Wir werden zurückkommen. Verlasst diesen Ort nicht. So, haben wir hier schon gesungen in dem Kapitel? 60 Dukaten haben wir anscheinend nicht. Okay. Irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Habe ich das nicht letztens erst gemacht? Quatschen wir mal mit dem hier. James hielt inne. Erst wollte er die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich ziehen. Dann entschied er jedoch, dass er wesentlich mehr daran interessiert war, was der Mann dem Söldner, der neben ihm saß, gerade ins Ohr flüsterte. Nun, wer hat den Schlüssel des Kriechers? Der Mann zuckte mit den Schultern. Kivo hat ihn während der Balgerei in den Abwässerkanälen fallen lassen. Nachdem sie den Aufrechten umgebracht hatten, wollte keiner von uns sich noch länger dort aufhalten. Die Spötter haben sich wie die Wahnsinnigen verhalten. Er ist also immer noch in den Abwässerkanälen? Ja, das denke ich. Es sei denn, einer der Spötterjungen hat ihn aufgehoben. Nicht, dass es wichtig wäre, was wenn der Kriecher zu den Inseln des Sonnenuntergangs gekrochen wäre. Beunruhigt entfernte sich James von dem Gespräch. Es war durchaus möglich, dass diese Männer Informationen austauschten, die sie von einem Gerüchteerzähler gehört hatten. Der Tod des Aufrechten in Krondor würde ja auch weitreichende Folgen sowohl für das Königreich als auch für ihn persönlich haben. So. Guten Tag, sagte James, ohne sich ihnen zuzuwenden. Antwortete der Mann, normalerweise unterhalte ich mich gerne mit Reisenden, na, will aber heute nicht, okay. So. Schlafen wollen wir nicht. Ja, wir haben den Gegenstand noch nicht. Kommen wir nochmal wieder. Gorath beobachtete die Hafenanlagen. Hinter ihm stand James und presste sein Ohr gegen die Haustür. Er lauschte auf Bewegungen des Kriechers oder seiner Männer, hörte jedoch nur das Klopfen seines eigenen Herzens. Er versuchte in seinem Bündel nach Schlüsseln und Dietrichen. Dabei entdeckte er einen sehr kleinen, sehr geraden Spalt im Rahmen neben der Tür. Er lächelte über diesen alten Trick der Spötter und presste seinen Daumen gegen den Türrahmen und drückte darauf.
Das Holz wurde zur Seite geschoben und ein kleiner Messingschlüssel kam zum Vorschein. James nahm den Schlüssel aus seinem Versteck, steckte ihn in das Messingschloss und sprach den alten Spötter, der ihn den Trick als erster gelehrt hatte, flüsternd seinen Dank aus. Das Innere des Hauses war dunkel, jedoch nicht so dunkel, dass James seinen Weg nicht instinktiv hätte finden können. Kriechend untersuchte er alle drei Räume des Hauses, bemerkte jedoch nichts Ungewöhnliches. Nahe bei der Feuerstelle entdeckte er etwas, das wie eine Truhe aussah. Sie kam ihm jedoch verdächtig vor. Die Stelle, an der sie sich befand, verriet, dass es sich um eine Falle für weniger kluge Diebe handelte. An der gegenüberliegenden Wand erblickte er eine Reihe von 5 bunt lackierten Töpfen, von denen jeder mit einem Gewirr aus violetten Tondillenblüten überquoll. Viele Male schon hatte er die Prinzessin Anita sich in Gondor darüber beklagen hören, dass es fast unmöglich war, diese Blumen in der salzigen Erde der Küstenregionen wachsen zu lassen. Sie erforderten außerdem fast ständige Sonnenbestrahlung. Die Blumen hier befanden sich jedoch am hinteren Ende des Hauses und erhielten zweifellos nur sehr wenig Sonne. Lächelnd drehte er jeden der Töpfe um, bis er den verborgenen Pulverbeutel entdeckt hatte. Er machte sich in Gedanken eine Notiz, der Prinzessin für ihre unermüdlichen Bemühungen, ihnen Manieren beizubringen, zu danken. Er presste seinen Fund triumphierend an sich und rannte nach draußen, um sich seinen äußerst nervös aussehenden Reisegefährten wieder anzuschließen. Jimmy die Hand war noch am Leben und es ging ihm gut. War das der Beutel, den er brauchte? Der ehrbare Senior aus Gondor kehrt also zurück. Habt ihr den Beutel dabei, um den ich euch bat? Nein. Kleinen Moment mal. Oh, ich habe noch lange unter Seeleuten gegeben, darauf reinzuhalten. Uns Abmachung gilt. Wir kommen gleich wieder. Ich will gerade mal gucken, was das für ein Beutel ist. Gehen wir mal hier rein. Hier können wir, müssen wir nicht die Stadt verlassen. Wo ist der Beutel? Der Beutel hier. Goret entknotete die Bänder, die den Pulverbeutel zusammenhielten, und durchsuchten das graue Material im Innern. Ganz unten fand er einen Streifen Pergament, auf dem in zittriger Schrift geschrieben stand: Werf dieses ins Gesicht des Opfers, Lornus Kunsthandwerker aus Palanque. Okay. Wie ging das nochmal, dass ich hier einen Gegenstand wegnehme? Ah, wie ging das denn nochmal? Ich kann einfach hier so sagen, ne? Genau. Einen. So. Den gebe ich jetzt mal ihm. Ich hoffe, das ist der richtige Beutel. Sehen wir sonst noch irgendwo Beutel? Nö. Das wird schon stimmen, hoffe ich. Ja, den haben wir, den Beutel. Es scheint, dass Benas uns beide heute angelächelt hat. Ich habe, was ihr wollt. Also das ist der Diebesgott. Was ihr wollt. Und ihr wisst anscheinend, was ich erfahren muss. Die Börse im Austausch für die Geschichte. Das ist die Abmachung. Ich möchte die Geschichte über die Silberspinne hören. Hey, ja, Benas oder Beneth oder wie auch immer, ist uns wirklich gewogen. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand listig genug ist, um den Kriecher zu besiegen. Aber wenn der fröhliche Possenreißer euch die Geschicklichkeit gegeben hat, dann werde ich euch gerne nach besten Kräften helfen. Also, die Silberspinne ist ein seltener Gegenstand. Deshalb erinnere ich mich daran, wenn ich eine finde. Besonders, wenn ich sie mit Gewinn verkaufe. Sie sind im Königreich sehr gefragt. Es ist mehrere Monate her, dass ich eine verkauft habe. Könnt ihr den Mann beschreiben, der sie gekauft hat? Oh ja, ich kann ihn beschreiben. Grob gebückte Haltung, ein geschickter, handelnder Kerl. Er trug einen schwarzen Umhang und einen Vogel, ein Adler, befand sich auf seiner Brust. Ein Falke, meint ihr? Ein goldener Falke? Ich habe den größten Teil meiner Tage hier in Silden verbracht. Es könnte ein Falke gewesen sein oder eine Möwe. Alles, was ich weiß, ist, dass ich an jenem Tag durch ihn
und den Händler Abuk, der einige Seemannswaren aus Schelmenstein brachte, viel verloren habe. Was den Mann mit dem Vogel auf seiner Brust betrifft, das Letzte, was ich von ihm hörte, war, dass er sich bemühte, eine Passage auf einem Schiff namens Tollheit des Spötters zu erwerben, das nach Krondor fuhr. Ein Nachtfalke auf dem Weg nach Krondor? Wo kann ich den Captain des Schiffes finden? Krondor, nehme ich an. Obwohl mir nicht klar ist, warum das wichtig für euch sein sollte. Ich werde entscheiden, was wichtig und unwichtig ist. Nun, was ist mit dem Messingfernrohr? Wisst ihr vielleicht etwas darüber? Wie ich schon sagte, Waren für Seemänner sind hier in Silten sehr gebräuchlich. Wenn das ein besonderes Rohr ist, das ihr begehrt, dann würde ich euch dringend raten, den Händler Abog aufzusuchen. Ich könnte höchstens 5, vielleicht 10 Golddukaten für so einen Gegenstand bekommen. Deshalb beschloss ich, dass es sich nicht wirklich lohnen würde, sich damit abzugeben. Ihr werdet sehen, dass das sich abgeben mit der Silberspinne mehr gekostet hat, als ihr euch vorgestellt habt, Joftatz. Sollte ich feststellen, dass Mitglieder der Familie des Prinzen bei meiner Rückkehr vergiftet worden sind, dann werdet ihr euch über erheblich mehr sorgen müssen als nur euren Gewinn. Okay. Nochmal quatschen tut er wohl nicht mit mir. Okay, da bringt nichts mehr. Dann raus hier. James' Fähigkeiten haben sich verbessert. Sehr gut. Wo war nun mal Abuk? Ha. Ich glaube, der war irgendwo hier im Westen, oder war der hier weiter oben? Bin mir nicht ganz sicher. Wir brauchen Ruhe. Ja, dann raste doch mal was. Ich glaube, wir gehen mal in den normalen Modus und schauen mal, ob wir den Abuk wieder treffen. Sie waren nicht allein. Goras Puls beschleunigte sich, als er sah, wie eine einsame Gestalt sich ihnen näherte. Als sich jedoch offensichtlich wurde, dass man sie nicht angreifen würde, beruhigte er sich etwas und versuchte zu erkennen, wer auf sie zukam. Abuk, da ist er doch. Abuk, Meister der Schlösser, steht euch zu Diensten. Wie kann ich helfen? Es scheint, dass ihr der Meister von mehr seid als nur Schlössern. Was wisst ihr vom Schelmenstein nördlich von Romney? Es gibt lose Zungen in Silden. Wie ich sehe, werden meine Geschäfte vielleicht schon bald zu Ende sein. Ich bin nur an einem Messingfernrohr interessiert, das ihr Joftatz in Silden verkauft habt. Erzählt mir davon und ich werde alle anderen Diebstähle vergessen, an denen ihr vielleicht beteiligt wart. Wie seid ihr dazu gekommen? Vor einem und 20 Jahren kaufte ich in Silden eine Truhe beim Kaufmann. Er sagte, sie würde mir großen Reichtum bringen. Aber ich wollte nur eine starke Truhe für meinen Besitz und ich sagte ihm, dass er ein Narr wäre, wenn er eine solche Truhe verkaufte. Wir feilschten und schließlich erstand ich sie für 10 Dukaten, einen Preis, den der Verkäufer anscheinend mit großer Freude annahm. Ich war mit dem Kauf ebenfalls zufrieden, begann aber mir über die Natur des Gegenstandes, den ich gekauft hatte, Gedanken zu machen. Die Truhe war mit Jan Junto verhext. Jan Junto, was bedeutet das? Es war eine verzauberte Truhe, voller Magie. Dinge erschienen in der Truhe, die ich nicht hineingelegt hatte. Dann eines Tages traf ich einen Mann aus Romney, der mir von der wahren Natur meiner Kiste berichtete. Wenn Dinge irgendwo verloren gingen, dann erschienen sie in meiner Truhe und wir konnten diese Dinge verkaufen. Wir beschlossen natürlich, uns niemals mehr über unsere eigene Person zu erzählen, damit unser Geschäft sicher wäre, falls einem von uns etwas zustoßen sollte. Und ihr habt den Gewinn geteilt, den die Gegenstände, die in der Truhe erschienen, erbrachten? Ich vermute, dass das Messingfernrohr einer der Gegenstände war, den ihr gefunden habt. Es war einer von vielen Gegenständen. An dem Tag, als ihr das Fernrohr erhieltet, erschien dann noch etwas in eurer Truhe?
Einige Dinge. Ich bewahre die Dinge auf, deren Wert ich nicht kenne. Die Gegenstände, die mit dem Fernrohr erschienen, sind also auch noch da. Ich glaube, es kam noch eine Nachricht mit, an deren Inhalt ich mich nicht erinnere. Wo ist diese Truhe? Ist sie in der Nähe? Sie befindet sich hinter einem Hügel bei Silden, zusammen mit zwei anderen Truhen und hat ein besonderes Schloss. Ihr müsst Dorn buchstabieren, damit sie sich öffnet. Falls ihr jetzt nicht versteht, wovon ich spreche, werdet ihr es noch verstehen, wenn ihr die Truhe findet. Das habe ich bestimmt schon gemacht. Vielleicht werden wir das. Hab Dank für eure Hilfe. Hinter Silden. Dorn habe ich bestimmt schon eingegeben. Habe ich irgendwo eine Notiz bei mir? Die habe ich ja wahrscheinlich nur durchgelesen. Eine Gruppe schwer bewaffneter Männer näherte sich ihnen. Ihr könnt hier nicht vorbei, es sei denn, ihr bezahlt die Straßensteuer, schrie einer der Männer. James legte seine Hand ans Schwert. Auf wessen Befehl stellt ihr diese Forderung, Riefer? Lord Lüten, kehrt jetzt entweder um und bezahlt eure Steuern oder 25 Tage, wie wollt ihr entscheiden? Ja, wir verlassen die. Wir umgehen die einfach wieder, die idiotischen Steuereintreiber hier. So sehen wir aus. Halt, von der Straße runter. Da lang. Hier geht's gar nicht lang. Doch. Oh, sind überall. Blöden Hampelmänner da. So. Zack. So, was waren das jetzt für Zauber? Fesseln aus Frost. Himmelsfeuer, Flammenhülle. Ich bin voll raus. Ich weiß gar nicht mehr die Zauber. Schmerz der tausend Nächte. Der war nochmal gut. Der war ziemlich gut, meine ich. Wolken, Salz in eure Augen. Hier, komm, wir machen den hier auf niedrigster Stufe. Und das. Au, 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 au. Böse, böse. Finisher. Also die haben gar keine Schnitte. Geh du mal was näher, tust mal ein bisschen Nahkampf erhöhen. Ah, und ich habe auch vergessen, die Werte zu ändern im Kampf. Ich hätte jetzt schnell noch Fernkampf hochmachen können. Stimmt, das muss ich auch noch machen hier. Ich muss ja immer einstellen, was ich höher machen will. Momentan stehen alle auf Kundschaften sehr wahrscheinlich. Ja, Kundschaften und Scharfsinn. So, was haben wir hier für ein Dörflein? Lüten. Okay. Gibt's hier eine Taverne in Lüten? Ich glaube, das hier ist der Weg Richtung Krondor. Bin mir aber nicht sicher. Doch, richtig. Richtung Süden nach Krondor. Malax Cross. Stimmt, da müssen wir gucken. Wir können eigentlich noch diesen Drachen aufsuchen, diesen, wie hieß er, dieses Orakel. Bin mir nicht sicher, ob das hier war.
sein, dass das hier der Weg runter war. Müssen wir mal gerade schauen. Oder ist das nur hier so ein Rundgang? Pustekuchen. War es natürlich nicht. So, wer wohnt hier? Niemand. Schon wieder müde. So, was sagt er denn hier? Schon seit langem verwittert. Oh, was haben wir denn da? Wir haben die Initiative. Sie entschlossen sich zum Angriff. Der Feind war überrascht. Sprüche, Weber, rief James. So, Sprücheweber, okay. Und jetzt ändern wir das natürlich um und gehen auf... Ah, der soll Armbrust auf 100 kriegen. Die Nummer 2 geht auf Zaubern, ganz klar. Verteidigung hat sie schon 100. Obwohl, brauchen wir Zaubern? Wir können eigentlich in Nahkampf gehen mal, ne? Ja, gehen wir mal auf den Nahkampf. Ach komm. Nö, Mist. Jetzt habe ich da noch was vergessen. Die Nummer 3. Und der wird Verteidigung und Nahkampf sowieso auf 100 früher oder später kriegen. Deswegen gehe ich auch auf Armbrust. Nimm das! Zack. So, setze ich den da erstmal aus der Gefecht. Sieht mir aber nach Magiern aus. Weiß nicht, ob es Widerstand hat. Aber er ist außer Gefecht. Sehr gut. Zack, 59. Krasse Möhre. Helmbolzen, der hat noch so gute Fernkampfschüsse. Na gut, kriegen wir sie wenigstens flott down. Na, wacht es mal ab. Also, falls welche jetzt erst reingucken und das noch nicht gesehen haben, fangt am besten vorne an. Ich hatte eine längere Pause gehabt, so. Und da ist es halt so, man kriegt keine Erfahrungspunkte, sondern wie bei ja, der Elder Scrolls-Reihe, dass man halt, wenn man irgendwas macht mit irgendwelchen Sachen, dementsprechend verändern sich Werte. So wie sich bei ihm gerade Armbrust höher gegangen ist. Und wenn ich hier irgendwo einen Punkt aktiviere, wird halt da besser was hochgelevelt, schneller. Weil ich mich mehr konzentriere auf diesen Wert. Das ist nicht schlecht. Bisschen Kohle. Zweihändiges Breitschwert. Oh, das ist natürlich viel zu schlecht. Aber er muss, glaube ich, Fähigkeiten höher kriegen. Ne? Wollte ich bei ihm nicht Rüstungskunde höher machen und Waffenkunde? Obwohl, das mache ich sehr wahrscheinlich mit dem anderen. So machen wir es. Kann wieder weg. Verdammt.
James kniff die Augen zusammen. Er hatte erwartet, dort, wo die Straße in der Ferne eine Biegung machte, die Türme einer Stadt oder den Rauch des Herdfeuers eines Kerzenmachers zu sehen. Stattdessen sah er jedoch nur ein graues Etwas, das in der Nähe einer Gruppe junger Bäume saß. Habt ihr jemals von einem grauen Drachen gehört, Owen? Fragte James. Das kennen wir, da ist der Drache. Ja, wir gehen da mal hin. Das ist nämlich dieses Orakel. Es war eine große Statue, bla 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 bla. Kennen wir. Das Orakel erwartet euch. Welche Fragen möchtet ihr stellen? Mord. Ein Mord ereignete sich in Romney und wir suchen den Mörder. Wir brauchen seinen Namen. Obgleich ihr glaubt, einen Namen zu suchen, ist das nicht, was ihr wirklich wissen wollt. Wie ihr vermutet, sind die beiden Gegenstände, die ihr fandet, wichtige Hinweise, obwohl einer von ihnen auf einen Mord hindeutet, von dem ihr nichts wisst. Welcher Gegenstand wird uns zu dem führen, wonach wir suchen? Das Messingfernrohr wird euch führen. Fragt stets danach und der Weg zu eurem Ziel wird bekannt werden. Lebt wohl! So, gute Stelle für einen weiteren Break. Also jedes Mal bei jedem Kapitel kann man mal hier hingehen, kriegt ein paar Informationen, ist aber nicht storyrelevant, muss man nicht machen. Ein weiterer Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.